In diesem Video zeige ich, wie du aus JavaScript heraus den Style eines Tags ändern kannst. Also im Grunde genommen, wie du aus JavaScript heraus CSS schreibst. Üblicherweise hast du ja, sagen wir, eine Überschrift und ein Style Sheet. Und dort formulierst du eine Regel, du schreibst den Selektor und dann in geschweiften Klammern die Eigenschaften, zum Beispiel Color, und die Werte, zum Beispiel Red oder Font Family, Apple System mit einem Bindestrich davor, das gibt die San Francisco. Fun Fact, aber jetzt rote Farbe, das genügt. Das ist die übliche Art, HTML und CSS zu schreiben, und damit kannst du dein Leben lang Websites machen, ohne JavaScript zu benötigen. Aber das geht auch aus JavaScript heraus. Und darum lösche ich jetzt mal diese drei Zeilen CSS. Ich lasse den Style-Tag noch stehen, vielleicht kann ich das noch brauchen. Und in meinem Skript schreibe ich let hallo gleich Document Query Selector A1. Das gibt mir dieses Element in der Variable Hallo. Und dann kann ich schreiben, Hallo Style. Und Style ist eine Eigenschaft von Hallo. Und diese Eigenschaft enthält ein Objekt. Und dieses Objekt enthält alle CSS-Eigenschaften, alle, die es gibt. Und die haben alle entweder keinen Wert oder einen Default-Wert, also irgendeine Voreinstellung. Und du kommst an diese Werte heran, indem du einen Punkt schreibst, weil es ist auch ein Objekt mit Eigenschaften, also Punkt und dann die Eigenschaft, zum Beispiel Color. Und dann kannst du mit einem Gleichzeichen und einer Zeichenfolge einen Wert einstellen. Es ist immer eine Zeichenfolge. Zum Beispiel Blue. Und jetzt ist Hallo blau geworden. Oder grün. Oder HSL 0. 100%, 50%, das gibt ein Leuchtrot. Moderner ist, keine Kommas mehr zu schreiben, auch bei RGB-Angaben. Und das Schöne an HSL ist, dass diese Werte hier errechnet werden können. Der erste Wert, das ist der Farbton auf dem Farbkreis. Und das gibt mir eine zufällige Zahl zwischen 0 und 360. Und theoretisch müsste das gehen, aber es scheint leider nicht zu gehen. Weil ich natürlich den P5-Fehler mache und nicht, wie in JavaScript üblich, wenn ich kein P5 habe, Math vorne hinschreibe. Wenn ich jetzt neu lade, dann kriege ich hier zufällige Farbwerte. Und das gleiche könnte ich für die Sättigung, das ist der zweite Wert, oder für die Leuchtkraft, für die Helligkeit, das ist der dritte Wert machen. HSL, das ist das Beste, um programmatisch die Farbe einzustellen. Okay, lassen wir das. Zusammenfassend, Variablenname für das Element, Style für alle CSS-Eigenschaften und dann das, was du ändern möchtest, Background gleich und eine Zeichenfolge. Nie einfach nur eine Zahl, sondern eine Zeichenfolge. Black, dann heißt hier schwarz auf schwarz, hallo. Ein wichtiges Element hier, etwas, was du wissen musst, ist, dass es in CSS viele Eigenschaften gibt, die mit Bindestrich geschrieben werden. Zum Beispiel Font Size 100 Pixel.
wird es langsam blöd mit diesem Schwarz. Dann gehen wir hier mal auf Gelb. Hoppla. Das ist besser. Oder vielleicht noch etwas leuchtiger. Das ist noch besser. Jetzt, wenn du font-size schreibst, also copy-paste font-size, und dann brauchen wir natürlich hier, sagen wir, 500 Pixel. Dann gibt es eine Fehlermeldung. Und wir könnten jetzt naiv annehmen, dass diese CSS-Regel hier oben, dass es einen Konflikt gibt damit. Also löschen wir das. Aber die Fehlermeldung bleibt bestehen. Also beißen wir in den sauren Apfel und lesen diese Fehlermeldung. Das war ein Witz. Du musst natürlich die Fehlermeldung immer lesen und du musst auch schauen, auf welcher Zeile die Fehlermeldung passiert. Das ist dann enttäuschend, weil es nicht stimmt. 54, das ist ein Browserfehler, der entsteht, weil hier der Live-Server diesen Code injected. Und das verändert dann die Zeilenzahl und das ärgert mich jedes Mal, weil dann wird die Fehlermeldung quasi unbrauchbar. Trotzdem solltest du sie immer lesen. Invalid Assignment Left Hand Side. Das ist eine wunderschön formulierte Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich weiß es. Es ist dieser Bindestrich. Der Bindestrich bedeutet in JavaScript gegen alle Vernunft Minus. Zur Verteidigung von JavaScript bedeutet der Bindestrich in den meisten Programmiersprachen Minus. Und es gibt hier eine einfache Lösung, und zwar eine Übersetzung. Diese Bindestriche, die gehen in JavaScript nicht, darum müssen sie gelöscht werden. Und das folgende Wort wird groß geschrieben. Also in Programmierjargon übersetzt, Kebab Case, das ist, wenn du die Wörter auf einen Spieß aufreißt, also mit Bindestrichen verbindest, Kebab Case muss in Camel Case übersetzt werden. Camel Case bedeutet, dass mehrere Wörter zusammengefügt werden und immer der erste Buchstabe groß geschrieben wird. Und jetzt müsste Font Size 500 Pixel sein, ja, das ist etwas groß. Also nehmen wir einen vernünftigen Wert und sagen 2 rem, das ist zweimal das Schriftgeviert und in der Regel das Doppelte von 16 Pixel. Also das ist Style. Jetzt könnte ich das Video hier abschließen, aber es gibt einen wichtigen Faktor, wie Style-Informationen in JavaScript mit DOM-Manipulation geändert werden können. Oder das ist jetzt ein bisschen blöd formuliert. Es gibt ein typisches Zusammenspiel von JavaScript mit CSS, das ich hier an dieser Stelle zeigen möchte. In der Regel wird nämlich CSS nicht aus JavaScript herausgeschrieben. Das ist zwar zulässig, aber es ist auch sehr umständlich, wenn du viele Eigenschaften hast. Und es vermischt den programmatischen, den logischen Teil deines Programms mit dem Style-Teil. Und das ist nicht so produktiv, es ist unordentlich. Also was häufig gemacht wird, ist, dass Style-Eigenschaften oder alles, was irgendwie mit der Gestaltung zu tun hat von Text und Bildern und Layout und so weiter, das wird im Style-Sheet gemacht. Und häufig wird dies mit Klassen gemacht, weil Klassen flexibler sind als IDs und sich über verschiedene Tags hinein anwenden lassen. Aber du musst natürlich nicht Klassen verwenden. Aber in diesem Fall ist es eben gut. Also ich schreibe mal Background Red. Und jetzt gibt es in JavaScript die Möglichkeit, diesem Element, das Hallo schreibt, wir schauen im Inspektor nach, was es ist,
Es ist der H1-Tag, diesem H1-Tag eine Klasse zu geben. Und das könnte ich zum Beispiel so tun, indem ich sage Hallo set attribute class. Und dann das zweite Argument ist dann der Wert des Attributs foo. Und jetzt hat der H1-Tag das Attribut class gekriegt. Und der Name der Klasse ist foo. Und dann greift eben diese CSS-Regel. Wenn die CSS-Regel auf eine andere Klasse gemünzt wäre, also der Selektor anders lauten würde, dann würde es nicht funktionieren und dann müsste ich hier einen entsprechend anderen Wert wählen. Das muss korrespondieren. Und dieses setAttribute, diese Methode, die hat jedes HTML-Element und du kannst jedes Attribut damit ändern. Also du kannst auch sagen setAttribute-ID oder setAttribute href für Hyperreference, um eine Linkadresse zu ändern und so weiter. Oder Width und Height, um die Breite und die Höhe eines Bildes zu ändern oder so etwas. Es gibt aber eine extra Methode im Zusammenhang mit Klassen. Es gibt so eine Art Interface für Klassen eines Elements. Und das heißt Class List. Und ich sehe jetzt schon in den Vorschlägen, die mir Visual Studio Code macht, da gibt es zum Beispiel Add oder Contains. Mit Contains kann ich fragen, gibt es in den Klassen, ein Element kann mehrere Klassen haben, gibt es eine bestimmte Klasse? Und wenn ja, kann ich das irgendwie auswerten oder als Anlass nehmen, um irgendeinen Block meines Programms auszuführen. Also ich kann testen, ob eine bestimmte Klasse gesetzt ist oder nicht. Aber üblicherweise benötige ich Add und Remove und dann gibt es noch Toggle, hier Toggle. Das sind so die drei üblichen Methoden. Ich kann schreiben Add, Foo und jetzt sehen wir hier, Class ist Foo und wenn ich sage Add, Bar, weil ich habe es ja vorhin geändert im Stylesheet, dann kriege ich wieder einen roten Hintergrund. Oder ich könnte eben sagen, es gibt auch eine Regel für Foo und dort ist der Background dann eine andere Farbe, Dodger Blue, tolles Blau. Und wenn ich jetzt Add Foo schreibe, dann kriege ich einen blauen Hintergrund. Und Remove ist im Grunde genommen das gleiche. Also ich kann sagen, Add Foo, Add Bar. Und jetzt sehe ich, dass meine Klassenliste Foo und Bar enthält. Ich habe beide Klassen. Aber es gilt immer das Letzte, was im Stylesheet steht, also blau. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, Remove Bar. Passiert nichts, aber ich habe nur noch Foo drin oder eben Remove Foo. Und jetzt ist es rot. Okay, jetzt hören wir gleich auf, aber zuerst machen wir noch etwas anderes, nämlich Toggle. Und die Methode Toggle, die schaltet eine Klasse an und aus. Wenn ich das Skript einfach so ausführe, dann hat der Tag zuerst keine Klasse. Und dann kriegt er, dann wird Toggle aktiviert und weil er keine Klasse hat, wird Foo aktiviert. Und wenn ich es noch ein zweites Mal mache, dann wird Foo wieder abgeschaltet. Und wenn ich es ein drittes Mal mache, dann wird es wieder angeschaltet. Das ist nicht besonders interessant, aber was ich tun kann, ist Folgendes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit JavaScript einen Prozess über längere Zeit laufen zu lassen. Zum Beispiel mit Request Animation Frame, das kennst du schon.
Was es auch gibt, ist eine Methode, die heißt setInterval. Window ist auch so ein Objekt, eine Variable, die alle Informationen zum Browserfenster enthält. Und die hat eine Methode namens setInterval. Und dort musst du schreiben, wie lange, eine bestimmte Dauer, wie lange soll gewartet werden in Millisekunden und dann eine Funktion, die dann ausgeführt werden soll. Und ich könnte sagen 1000 Millisekunden, das ist eine Sekunde. Und dann soll die Funktion toggle this class, das erfinde ich jetzt einfach, die soll ausgeführt werden. Und das ist dann ein sogenannter Callback. Ich erkläre das jetzt nicht lange, aber das Wichtige hier ist, die Funktion wird regelmäßig aufgerufen, nicht nur einmal. Es wird aufgerufen alle Sekunden, immer einmal pro Sekunde. Und hier darf keine Klammer dahinter stehen, obwohl es eine Funktion ist. Wenn du eine Klammer dahinter schreibst, wird es einmal gemacht und dann nie wieder. Also keine Klammer hier, dann wird das einmal pro Sekunde aufgerufen. Und jetzt brauche ich natürlich diese Funktion, Function, toggle this class. Und dann schreibe ich hier hello class list toggle foo. Und jetzt kann ich zählen. Tja. Und es geschieht nichts. Habe ich jetzt das falsch geschrieben? Toggle this class. Tja, jetzt ist die Frage: Debuggen oder Video abschalten? Ich versuche es mal mit Debuggen. Eine Möglichkeit wäre, dass ich das hier falsch geschrieben habe, dass ich die Zahl hinten ran schreiben muss. Ah, das war's. Zuerst der Callback und dann die Zahl. Also du siehst, dieses Blau wird an- und abgeschaltet. Und wenn wir das genauer anschauen, der H1-Tag hat diese Class, das Attribut, und das ist mal leer und mal steht foo drin. Und immer wenn foo drin steht, dann greift diese CSS-Regel, die den Hintergrund blau einfärbt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dieses Classlist-Toggle zu verwenden, zum Beispiel mit einem Button. Und dann schaust du, ob der Button angeklickt wird. Das passiert mit einem Event-Listener. Wenn wir schon dran sind, also du kannst auch abschalten, aber wenn wir schon dran sind, kann ich es gleich zeigen. Schalten wir das ab und schreiben einen Button. Button, click here. Dann kriege ich da so einen Knopf, dann kann ich drauf drücken, passiert nichts. Und dann speichere ich auch diesen Button in eine Variable, let button gleich document query selector button. Auch hier wäre es wahrscheinlich besser, IDs zu verwenden, um abzugrenzen von eventuellen weiteren solcher HTML-Elemente. Ich habe nur je eins. Und dann füge ich diesem Button einen Event-Listener an. Das ist dann so eine JavaScript-Funktion, die über Zeit läuft und die bestimmte Phänomene erkennt. Also zum Beispiel ein Click-Aus-Element. Dazu schreibe ich Button. Add Event Listener. Und jetzt muss ich angeben, was, welche Art von Event wird erkannt, zum Beispiel ein Klick. Und auch hier brauche ich wieder einen Callback. Was soll passieren, wenn dieser Klick passiert? Toggle this class. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kriegt H1 die Klasse foo. Und wenn ich wieder draufklicke,
dann wird diese Klasse getoggelt, dann wird sie abgeschaltet und an und ab. Jetzt weißt du, wie Cookie Banners funktionieren.